Willkommen zurück zu unserer Videoserie Estevan erklärt. In diesem Teil werden wir einige Missverständnisse und Fehlinterpretationen von SASI aufklären. Was es ist und was es nicht ist in Bezug auf das Wan. Im Laufe des letzten Jahres wurden von Anbietern, Analysten und den Medien unzählige unterschiedliche Ansichten über SASI veröffentlicht. SD-WAN ist tot, SASI ist der Ersatz für SD-WAN, etc. Die primäre Funktion von SASI ist Cloud-Sicherheit und erfordert nur ein paar der grundlegendsten SD-WAN-Funktionen. SASI und SD-WAN sind zwei verschiedene Netzwerktechnologien. Obwohl das auch nicht ganz stimmt. Denn SASI ist eigentlich keine Netzwerktechnologie. SASI ist ein Netzwerk- und Sicherheitsmodell oder Architektur. Wenn Sie den ersten Gartner-Bericht vom Sommer 2019 lesen, in dem SASI vorgestellt wurde, sowie die Folgeberichte, dann definieren Sie SASI eindeutig als die Kombination von SD-WAN und Sicherheitsfunktionen, die in der Cloud bereitgestellt werden. SD-WAN ist hier eine grundlegende Komponente einer vollständigen SASI-Architektur. Sie haben diese Grafik übrigens in unserem letzten Video schon gesehen. Eine SASI-Architektur sind zwei Zweigstellen WAN-Edge-Netzwerkfunktionen, die SD-WAN, Routing, zonenbasierte Firewall und Segmentierungsfunktionen, Netzwerk- und Anwendungstransparenzen und manchmal auch Intrusion Detection und Prevention sowie WAN-Optimierung in Kombination mit einer Reihe von in der Cloud bereitgestellten Sicherheitsdiensten. Schauen wir uns nun die Rolle genauer an, die ein fortschrittliches SD-WAN in einer SASI-Architektur spielt. Das SD-WAN muss in der Lage sein, einen adaptiven Internet-Breakout zu unterstützen. Was bedeutet das? Damit Daten an das richtige Ziel geleitet werden, muss das SD-WAN in der Lage sein, die Anwendung schon beim ersten Datenpaket zu identifizieren. Denn sobald eine Sitzung oder ein Datenfluss initiiert wurde, kann sie oder er nicht mehr auf einen alternativen Pfad verschoben werden. In diesem Beispiel hat das Unternehmen Sicherheits- und Servicequalitätsrichtlinien definiert, um den Datenverkehr von Microsoft 365 und Unified Communications as a Service direkt zum SASI-Provider zu leiten. Damit werden Verzögerungen minimiert und somit wird den Nutzern die bestmögliche Qualität geboten. Außerdem wird der Datenverkehr für Anwendungen, die noch altmodisch im Rechenzentrum des Unternehmens gehostet werden, zurück zu dem Rechenzentrum, wo die Anwendungen gehostet werden, geleitet. Währenddessen verdächtiger Datenverkehr wie Peer-to-Peer-Streaming ebenfalls an einen Hub oder den Hauptsitz zurückgeleitet wird. Dort wird er von einer teuren Next-Generation-Firewall, die viel zu kostspielig ist, um sie in jeder Niederlassung zu installieren, überprüft. Der gesamte andere in die Cloud gehende Datenverkehr zu Infrastructure as a Service und Software as a Service, also IaaS und SaaS-Anbietern, wird zunächst an einen in der Cloud bereitgestellten Sicherheitsdienst geleitet, bevor er an die IaaS oder SaaS-Anbieter weitergeleitet wird. Um die Anwendungsleistung und die Qualität der Endnutzererfahrung so hoch wie möglich zu halten und die Durchsetzung der aktuellen Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten, müssen die Anwendungsdefinition und die TCP/IP-Adresstabellen, die von Cloud-Anwendungen verwendet werden, automatisch und täglich mit den SD-WAN Edge Appliances in der Niederlassung auf den neuesten Stand gebracht werden. Nach der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, die ihre SaaS-Architekturen entwickelt und implementiert haben, haben wir festgestellt, dass die grundlegende SD-WAN-Funktionalität nicht ausreicht. Um SASI zu ermöglichen, ist ein SD-WAN mit erweiterten Netzwerkfunktionen erforderlich. Um den Anwendungsverkehr vor einem ersten Paket zu identifizieren und ihn granulär zu steuern, um sowohl Quality of Service als auch Sicherheitsrichtlinien wie vom Unternehmen definiert durchzusetzen. Cloud-Anwendungsdefinition und TCP/IP-Adressbereiche müssen automatisch und täglich auf den neuesten Stand gehalten werden.
Mit dem richtigen SD-WAN-Anbieter vereinfachen und automatisieren Sie die Orchestrierung zwischen dem SD-WAN und den in der Cloud bereitgestellten Sicherheitsservices von einer einzigen Konsole aus. Ein automatischer Failover zu einem zweiten Cloud Security Enforcement Point verhindert darüber hinaus, dass Sie Unterbrechungen Ihrer Anwendungen haben, wenn der primäre Sicherheitsenforcement Point nicht mehr verfügbar ist. Die Neukonfiguration der Verbindungen zu den Security Enforcement Points, wenn ein neuer, näher an der Niederlassung gelegener Standort verfügbar ist, sollte automatisiert erfolgen. Darüber benötigen manche Kunden die Möglichkeit, Cloud-Sicherheitsdienste und SaaS-Implementierungen nach ihren eigenen Vorstellungen und im eigenen Tempo vornehmen zu können. Und, was am wichtigsten ist, die Wahlfreiheit haben, neue Sicherheitsinnovationen einzusetzen, sobald sie von einem beliebigen Anbieter verfügbar sind, um bekannten zukünftigen Bedrohungen problemlos begegnen zu können. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne stehen wir bei SafeCall Ihnen mit unserem zahlreichen Projekt- und Praxiswissen zur Verfügung. Sie und Ihre Fragen zu SD-WAN oder SASE sind uns sehr wichtig. Machen Sie hier unten einen Klick, geben Sie uns einen Daumen hoch und werden Sie ein Abonnent unseres Kanals. Wir freuen uns sehr.